Bleibt Lionel Messi doch beim FC Barcelona? Der Superstar will den Verein ablösefrei verlassen und beharrt auf die Gültigkeit seiner Klausel. Der Verein besteht hingegen auf die Gültigkeit der Ausstiegsklausel, die bei 700 Millionen Euro liegt. Messis Vater Jorge reist am Mittwoch zu Verhandlungen mit dem Verein nach Barcelona, bisher ergebnislos. Der argentinische TV-Kanal TYC Sports will erfahren haben, dass der Superstar wegen des Gesprächs zwischen Bartomeu und seinem Vater zu 90% bei Barça bleibt. Wie Deportes Cuatro berichtet, überprüfe die Messi-Seite nun ein Verbleib in Barcelona. Eine Frage des Reporters, ob auch ein ablösefreier Wechsel im kommenden Jahr möglich sei, beantwortete der Vater demzufolge mit Ja. Messis Vertrag läuft 2021 aus. Der Abschied von Bayerns Thiago steht bevor. Auch wenn es noch kein offizielles Angebot für den Spanier gibt, rechnet man beim deutschen Rekordmeister fest mit einem Transfer. Nur wohin die Reise geht, ist nach wie vor nicht ganz klar. Lange galt der FC Liverpool als einziger ernsthafter Interessent. Nun soll aber auch Manchester United in den Poker eingestiegen sein. Aufgerufen haben die Münchner für den 29-Jährigen eine Ablöse von 30 Millionen Euro. Leipzigs Dani Olmo ist ins Visier von Real Madrid geraten. Informationen der Bild zufolge soll der Zidane-Club dazu bereit sein, rund 40 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler auf den Tisch zu legen. Ich kann weder etwas bestätigen noch dementieren. Wer weiß, was in 10 Tagen ist, sagte Olmos Berater Andy Barra. RB will Olmo wohl äußerst ungern ziehen lassen. Bei einem solch lukrativen Angebot müsste der Club allerdings darüber nachdenken.